Hallo, hier ist Silvia Anne Müller von Nothing But Nails. Ich möchte euch heute gerne ein Video zeigen, wo ich das neue Weiß verarbeite mit Acryl und das Glam White. Das ist dieses Weiß mit dem Hauch von Glitzer. Also da ist wirklich so, also Glitzer nicht, Schimmer. Irgendwie so ein Hauch von Schimmer ist da drin. Und genau damit mache ich heute eine Studio Pink and White mit Katharina. Vorarbeiten sind alle schon fertig und ich beginne bei Acryl bei Katharina immer mit dem Nail Force One, weil sie den da drunter unbedingt braucht. Also normalerweise würde das Liquid Fast ohne Primer benutzt, aber bei ihr muss ich den Nail Force One nehmen. Und dann habe ich das Glam White und das Sweet Pink. Und den Evolution, das ist ja mein Pink and White Pinsel. Und ich beginne natürlich immer zuerst mit dem Nagelbett. Lege mir das Bällchen auf dem Apex ab, drücke langsam, lasse das Material sich erstmal setzen. Drücke mir erst oben den Übergang zum Nagelwall. Ich gehe noch nicht an die Smileline. Dafür muss das Material erst noch viel mehr sacken oder sich setzen. Erst jetzt hat es so lange gesessen, dass ich jetzt langsam anfangen kann, die Mauer zu legen. Also versucht nicht vorher die Mauer zu legen, das geht auf jeden Fall schief. Das Material straft jeden Fehler sofort mit Chaos. Also wenn ihr das Gefühl habt, das Material macht jetzt mal hier voll den Bockmist, dann wart ihr wahrscheinlich zu schnell dran. Acryl muss man immer mit Ruhe arbeiten. Man muss dem Material die einzelnen Phasen gönnen. Also ich habe ja mehrere Härtungsphasen. Die erste Phase ist halt, wenn das Material am Pinsel, das Bällchen sich am Pinsel befindet. Dann muss es sich erstmal zusammensetzen, also Pulver und Flüssigkeit müssen sich zusammen vermischen, so dass man keine Bläschen dran hat. Solltet ihr Bläschen dran haben, war es auf jeden Fall zu trocken. Wenn es euch runterfällt, war es zu feucht. Das muss man halt einfach ein bisschen üben. Dann setze ich das zweite Bällchen, das ist wesentlich kleiner, und fülle damit oben den über dem Apex quasi meine Arch, also mein Bogen vom Wall zum Apex hin aus. Und die Zunge von meiner Smileline ist immer höher als der Apex, weil ich hinterher ja über die Smileline fräse und damit dann die scharfe Smileline freilege. Das Glam White ist ein Gentle Powder, bedeutet, ihr müsst ein bisschen länger am Pinsel das Weiß lassen. Also es ist nicht so schnell wie das Bright White, sondern langsamer. Wäre übrigens super was für den Sommer, wenn es wirklich richtig heiß ist im Studio. Immer schön mit Ruhe arbeiten und lieber nur tupfen. Kein Stress, weil die Smileline liegt. Durch das Nagelbett ist die Smileline fest. Jetzt das Ganze nochmal in schnell. Erstes Bällchen auf dem Apex, Zunge legen, nach hinten hin schön auslaufen lassen, die Mauer legen und erst dann aufhören zu modellieren, wenn sich das Material nicht mehr bewegt. Ganz, ganz wichtig. Sonst kann es euch nämlich passieren, dass die Smileline sich wieder verdutscht. Immer den ersten noch im Auge behalten, ne, falls der gepinscht werden muss. Zweites Bällchen zum Wall hin auslaufen lassen, vorne zur Zunge hin auslaufen lassen. Das zweite Bällchen ist wesentlich kleiner. Die Smileline sitzt und das Weiß ganz in Ruhe setzen und lasst es ruhig ziemlich lange, das habe ich nämlich jetzt schneller laufen lassen, sehr lange am Pinsel hängen.
Sonst läuft es euch nämlich weg. Also das Material muss sich wirklich, wenn ihr es absetzt, gut nach rechts und links drücken lassen. Niemals schieben, wie bei Gel, sondern immer nur drücken. Und so arbeite ich mich langsam, aber sicher über alle Finger durch. Oder durch alle Finger durch. Und natürlich nicht vergessen, die Pinschklemme anzusetzen, damit alle gleichmäßig sind. Wichtig, wichtig. Was auch noch zu beachten ist, wenn ihr auf Naturnagel Pink and White arbeitet, denkt daran, wenn ihr die weiße Spitze absetzt, also wenn das weiße Bällchen abgesetzt ist, nicht unter den Nagel drücken. Das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, weil das nämlich härtet und wenn ihr dann den Nagel umdreht, dann habt ihr da einen riesen Klumpen Weiß. Also bitte immer schön kontrollieren. Lieber nochmal umdrehen und vielleicht mit einem Holzstäbchen überschüssiges Material wegnehmen unten drunter, ziemlich zügig. Weil wenn das nämlich einmal angehärtet ist, dann habt ihr ein Problem. Und das wäre sehr ärgerlich. So, wenn ich mit allem fertig bin, dann feile ich erstmal meine Form. Also Seitenlinie, untere Seitenlinie, Formlinie. Hier habe ich ja die kurze Mandel. Und erst wenn ich die Form an allen Nägeln gefeilt habe, ich zeige euch natürlich hier nur zwei, dann gehe ich an die Oberfläche. Bevor ich vorne die Oberfläche feile, nehme ich natürlich erstmal den Diamantfräser und reinige die Nagelplatte unten drunter und natürlich, wenn ich da irgendwelche Produktreste habe. Das ist sehr, sehr wichtig. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Dann wechsle ich auf meinen blauen Hartmetallfräser und fräse mir vom Apex
die Linie nach vorne zum Ende des freien Nagelendes in einer Linie. Also keinen Bogen, sondern ich möchte ja immer eine schöne Arch haben, das heißt vom Wall zum Apex hoch in einer schönen Linie und dann über die Smileline vom Apex nach vorne in einer geraden Linie. Ich hoffe, ich habe mich gut ausgedrückt. Dann wechsle ich um auf den schmalen Hartmetallfräser, den langen, und fräse den Übergang zum Naturnagel. Auch hier bitte sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist ein Hartmetallfräser und der bohrt sich, also ich meine, der Diamant kann das auch, aber der ist schneller hier, der bohrt sich ganz schnell in die Nagelplatte. Also bitte sehr, sehr vorsichtig. Dann nehme ich meine Metallfeile und feile einmal an der Seitenlinie entlang. Das ist nur ein ganz kleiner Schritt, kann man auch mit einer Holzfeile machen. Da ich aber keine mehr habe und auch keine mehr bekomme, jedenfalls nicht so, wie ich sie gerne hätte, nehme ich die Metallfeile. Die kann ich auch super desinfizieren, die kommt nämlich mit ins Ultraschall. Und dann mache ich das Finish-Feilen mit der 100-180er Zebra-Feile und mit dem Buffer, damit ich gleich versiegeln kann. Die Fransen schneide ich mit der Nagelhautzange weg, weil die bei Katharina immer, die sind immer fransig. Und wenn ich dann die Fransen weggemacht habe, dann gehe ich mit der Diamantkugel nochmal rüber. Schön vorsichtig und immer schön seitlich, also nicht direkt mit dem Kopf drauf, das ist nämlich blöd, sondern eher seitlich. Gründlich entstauben. Kann natürlich sein, dass man da immer noch was sieht. Da muss man natürlich noch mal drüber gehen. Und immer wenn ich dann noch mal drüber gehe, sei es jetzt mit Buffer oder Feile, muss ich natürlich noch mal entstauben. Und dann versiegel ich mit Unisealer. Ich kann alle fünf Finger gleichzeitig versiegeln. Hier zeige ich euch natürlich jetzt erstmal nur zwei. Das Ganze geht dann 30 Sekunden in die LED und dann bin ich fertig. Ich hoffe, die Modellage hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, die ich als nächstes machen kann, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben würdet. Dann über einen Daumen nach oben würde ich mich auch tierisch freuen. Wenn ihr Fragen zu Pulverflüssigkeit habt, also irgendwelche Fragen zu Acryl, weil es ist ja wirklich nicht so, dass so viel Pulverflüssigkeit in den Studios gearbeitet wird. Mythen oder irgendetwas, was ihr gehört habt über Acryl, wenn ihr nicht damit arbeitet, aber gerne Antworten darauf wissen möchtet, dann schreibt mir das doch einfach unten in die Kommentare. Und dann werde ich euch das beantworten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.